herzlich willkommen an diesem schönen Frühlingstag. Wir freuen uns, dass du mit uns dabei bist. Ich kann nicht. Kennst du diesen Satz? Ich möchte dich gleich ermutigen, wie du damit umgehen kannst. Lass uns dein Gebetsanliegen auch heute wissen auf gebet@missionswerk.de im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Eine ganz prominente Person hat diesen Satz gesagt, ich kann nicht. Es war Mose. Mose hat den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und er sagte zu Gott, ich kann nicht reden. Gott hatte Erbarmen und hat ihm Aaron zur Seite gestellt. Aber er wollte, dass Mose redet, dass Mose es tut. Vielleicht sagst du, ich bin auch so wie Mose. Ich fühle eine Berufung, aber ich kann nicht. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, das, was Gott dir zugesagt hat, gerade in diesen schwierigen Tagen, du kannst es. Lade Gott dazu ein. Lade den lebendigen Gott ein. Er hat dir den Heiligen Geist versprochen und seine Kraft darf in dir mächtig sein. Lade ihn ein. Und Mose war geboren als ein Befreier. Er hatte diese Berufung und hat dann gesagt, ich kann nicht. Er hat die Millionen von Leuten gesehen und hat gesagt, ich habe nicht die Bildung, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht das, ich habe nicht jenes. Bist du auch so einer oder eine, die sagt, ich kann nicht, weil ich das und jenes nicht habe? Ich sage dir, das, was Gott dir beauftragt, da schenkt er dir auch die Kraft dazu. Er möchte dir helfen. Danke, Herr, dass du jetzt jedem die Kraft schenkst. Und diejenigen, die sagen, ich kann nicht, dass sie wirklich die Kraft und den Mut haben, wirklich vorwärts zu gehen und wirklich das alles im Griff haben, weil sie deinen Heiligen Geist haben. Ich danke dir dafür. Amen. Jeden Tag erreichen uns Gebetsanliegen von Pflegepersonal in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, die um Gebet bitten für Bewahrung und für Schutz. Und wir wollen nicht nachlassen, für diese Menschen zu beten, die an vorderster Front stehen. Jesus, wir danken dir, dass du mit diesen Menschen bist, die da an vorderster Front für die anderen Menschen da sind. Wir danken dir, dass du sie ausrüstest mit Kraft, mit Weisheit, dass du ihnen Schutz gibst, dass du sie umhüllst mit dir selber. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der mit ihnen ist und ihnen neue Kraft gibt an jedem neuen Tag. Danke, Jesus, dass du der Herr bist in ihrem Leben und dass du sie beschützt und bewahrst. Danke, Jesus. Amen. Und auf Facebook schreibt uns Gabi in einem kurzen Satz, ich bitte um Gebet für Heilung. Und wir wollen jetzt auch beten für alle, die Heilung brauchen, die irgendwelche Krankheiten haben oder auch Schmerzen. Danke, Jesus, dass du auch derjenige bist, der mit jedem jetzt ist, der krank ist, der Schmerzen hat oder der irgendeine Krankheit hat. Danke, Jesus, du bist der Herr, der Krankheit ans Kreuz genommen hat. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom fließt, dass du derjenige bist, der diese Menschen jetzt berührt, die uns zuhören und zuschauen. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und auf Facebook schreibt uns jemand, ich bitte dringend um Gebet, dass Jesus ein Wunder tut. Ich und meine Familie wissen nicht, wie wir diesen Monat überleben. Ich bitte um Gebet, dass Jesus uns versorgen wird. Ja, da wollen wir gerne dafür beten. Ich glaube, da haben viele diese Situation. Danke, Herr, dass du in dieser großen Notlage, Herr, bist, Herr, wo die wunderbaren Menschen nimmer aus noch einsehen, weil das Geld ausgeht, weil Kredite abbezahlt werden müssen, Kinder Geld brauchen für irgendwelche Dinge und so weiter, die wirklich in Not geraten sind, in finanzieller Not. Ich danke dir dafür, dass du Wege zeigst,
Herr, dass du Möglichkeiten hast, die nicht nur finanziell sind, sondern vielleicht auf einer ganz anderen Art und Weise die Versorgung kommt. Ich danke dir dafür, für Lösungen, Herr, für jeden, der jetzt Lösungen braucht. Und ganz besonders hier in diesem Fall in der finanziellen Situation. Ich danke dir. Amen. Amen. Es ist wieder Zeit jetzt, die Gebetserhörungen weiterzugeben, das, was Gott getan hat. Und da habe ich zwei Zeugnisse mitgebracht. Das handelt von Heilung von Blasenentzündung. Da schreibt uns jemand: Oft schrieb ich meine Gebetsanliegen an euch. Heute möchte ich einfach Danke sagen für die vielen Briefe, das Magazin und den Kalender zum Jahresbeginn und so weiter. Mehrere Jahre litt ich unter immer wiederkehrenden Blasenentzündungen, manchmal alle 3 Monate. Immer war eine Antibiotika-Behandlung erforderlich. Seit 11 Monaten habe ich keine Entzündung mehr. Es ist wunderbar. Schön, wenn Gott so eingreift. Und noch eine Gebetserhörung. Ich kam am 11.10.2019 mit unserer Tochter zur Gebetsnacht. Auf der Hinfahrt mussten wir an jedem Parkplatz wegen ihrer Blasenentzündung halten. In der Gebetsnacht wurden Blasenkrankheiten aufgerufen. Unsere Tochter war in der Kinderbetreuung. Also legte ich die Hand stellvertretend im Glauben auf meinen Bauch. Es wurde warm im Bauch und ich glaubte, dass Heilung bei ihr geschehen ist. Auf der Rückfahrt mussten wir nur einmal zum Parkplatz und seitdem ist unsere Tochter geheilt. Jesus ist der größte Arzt. Danke für euren Dienst. Das ist wirklich wahr. Jesus ist der größte Arzt. Und ich möchte jetzt auch für diese Menschen beten, die Blasenentzündungen haben, die uns jetzt zuhören oder zuschauen. Jesus, danke, dass du weißt jetzt bei jedem Einzelnen, der so eine Blasenentzündung hat, der Schwierigkeiten hat. Und ich danke dir, dass du diese Menschen berührst. Danke, dass dein Heilungsstrom jetzt fließt und dass du auch diese Blasenentzündungen heilst. Danke, dass du der Herr bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Und weil du ein Gott bist, der heilt und der Wunder tut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ist es nicht wunderbar, was Jesus tut? So viele unterschiedliche Dinge werden uns gemeldet und eine ganze Anzahl kannst du im Internet bei uns sehen unter Gebetserhörungen. Es ist so wunderbar, was Gott tut. Schreibe es uns auf WhatsApp. Die Nummer ist jetzt eingeblendet. Oder schick uns ein kleines Filmchen auch auf WhatsApp. Es ist so wunderbar, was Gott tut, aber es ist auch wichtig, dass du etwas tust. Und deshalb jeden Tag ein Tipp des Tages. Morgen ist Karfreitag und ich möchte dich wirklich ermutigen, ans Kreuz zu denken, was Jesus für dich getan hat. Wir wissen, es ist Rettung, Heilung, Erlösung und noch so vieles mehr. Und wie auch gestern ich dich gebeten habe, aufzuschreiben, welche Namen Jesus alle hat, möchte ich heute dich bitten, schreib mal auf, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Du sagst, das weiß ich im Kopf, das weiß ich alles, aber ich bin sicher, wenn du es aufschreibst, wirst du es viel, viel mehr verinnerlichen. Du kannst auch das irgendwo den Tag über hinhängen, mit Tesa wohin kleben, und wirklich sagen, danke, danke für das, danke für deine Erlösung. Und das möchte ich heute dir raten, tu das, schreibe das auf. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Du kannst weiter deine Anliegen uns senden und wir beten gerne für dich. Unser Gebetsteam ist noch bis 13 Uhr für dich bereit. Ja, morgen ist es soweit, Karfreitag. 14 Uhr, unsere Gebetsnacht, die dieses Mal am Tag stattfindet. Kling dich ein. Gott tut so viel Wunder in dieser Gebetsnacht, weil wir wissen, wir machen das schon 6, 27 Jahre. Gott wirkt Wunderbares. Wir wollen dich in die Gegenwart Gottes führen und Gott wird dir selber begegnen. Klinke dich ein über YouTube oder über unsere Webseite. Um 14 Uhr geht es los. Schreib uns auch gerne,
was du über diese Sendung denkst, wie du sie empfindest, was dir gefällt, vielleicht auch was dir nicht gefällt. Es interessiert uns so sehr. Und heute zum Abschluss möchte ich dir den Gebetsleitfaden wieder vor Augen führen. Und zwar diesen kannst du kostenlos haben. Du kannst ihn bestellen über unsere Kanäle, die eingeblendet sind, und wir schicken ihn dir kostenlos zu. Wir wünschen dir ein gesegnetes Osterfest in seiner Auferstehungskraft. Alles Gute und Gottes Segen.